Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu meiner Review von Suicide Squad. Zunächst einmal rede ich wieder spoilerfrei über den Film und wenn dann die Spoiler anfangen, weise ich euch auch nochmal darauf hin am Ende des Videos. Suicide Squad ist der nächste Versuch von DC, ihr Cinematic Universe weiter auszubauen. Also der nächste Film nach Batman v Superman. Und wer meinen Kanal verfolgt, der weiß ja wahrscheinlich ganz genau, was ich von BVS halte. Und ich muss sagen, der Film ist nicht ganz so kacke wie Batman v Superman, aber besonders toll ist er auch nicht. Okay, die Suicide Squad. Ein Team aus den größten Superschurken, die Regierung gerade im Gefängnis tatsächlich in Gewahrsam hat. Die werden dazu gezwungen, für die Regierung halt die Drecksarbeit zu erledigen. Sie werden zusammengewürfelt zu einer Task Force X und sollen im Fall einer Katastrophe für die Regierung diese Katastrophe halt erledigen. Und wenn sie verkacken, dann kann die Regierung einfach sagen, nö, wir haben damit nichts zu tun, die sind entkommen, wir wissen gar nicht, was das soll, nein, 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 nein. Aber wenn sie es doch schaffen, dann heißt es so nach dem Motto, ja, haben wir gut gemacht, nicht wahr? Glaubt an uns. America! Und wenn man das Prinzip verstanden hat und dass das echt harte Kaliber sind, die mehrfach lebenslänglich absitzen müssen im Knast, dann hat man da sicherlich eine gewisse Erwartung, dass das ja auch echt harte Hunde sind. Das Problem ist nur, in dem Film sind diese sogenannten Superschurken viel zu nett. Ich meine, ihr habt da Mörder, Auftragskiller, Psychopathen, absolut abgefuckte Leute, ja? Und da würde man doch erwarten, dass die auch eine, ja, gewisse, ich sag mal, böse Aura verspüren oder sonst was. Aber irgendwie sind die alle nur so, oh, ich bin so ein missverstandener Teenager im Jugendknast. Ich hätte gerne Bravo. Kann ich eine Bravo haben? Nein. Oh, Mano. Das beste Beispiel hierfür ist zum Beispiel Deadshot, gespielt von Will Smith. Eigentlich ist Deadshot in den Comics einfach nur ein total geldgeiler Auftragskiller, der einfach nie daneben schießt. Und zumindest die Geldgeilheit kommt in dem Film ganz gut rüber. Warum er eigentlich Batman zu seinem Erzfeind erklärt hat, ist, dass er nie daneben schießt, nur einmal, und zwar bei Batman. Also er hat Batman verfehlt und das kann er nicht auf sich sitzen lassen, deswegen ist er von Batman wie besessen und möchte ihn halt erschießen. Nicht so in diesem Film. Da ist er nämlich einfach nur ein missverstandener Familienpapi, der doch nur echt was Cooles für seine Tochter auf die Beine stellen will. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich meine, DC bzw. Warner Bros. Macht hier einen Film über Superschurken, die einfach alle abgefuckt sind. Und dann verwandeln sie diese Superschurken in liebende Familienpappis. Okay, führt natürlich dazu, dass man sich mit ihm ein bisschen mehr identifizieren kann und vielleicht auch ein bisschen mehr es einem ausmacht, was mit der Figur passiert. Aber alles in allem hilft das dem Film nicht, das Thema zu vertreten oder darzustellen, was er eigentlich haben sollte. Nämlich einfach, dass das verdammt abgefuckte Leute sind, die im Knast sitzen, weil sie verdammt krasse Sachen gemacht haben, verdammt viele Leute umgebracht haben und einfach komplett Kirre im Kopf sind und, wenn man sie zusammenwürfelt, Action und Spaß vorprogrammiert ist. Aber nö, nicht in diesem Film. Tatsächlich macht kein einziges Mitglied der Suicide Squad irgendetwas in dem Film, wo man sagen würde, boah, das war jetzt aber voll böse. Boah, du bist, boah. Tatsächlich ist die einzige Person, die wirklich wie so eine Art Schurke rüberkommt, Amanda Wilder. Und das ist schon echt ein krasses Armutszeugnis, wenn man eigentlich eine Bande aus Superschurken hat und der einzige, der wirklich böse wirkt, der bürokratische Chef von denen ist. Und was der schwarze Walfisch Wilder denn so macht, was so böse ist, darauf gehe ich auch nochmal später im Spoilerbereich drauf. Alles in allem hat der Film wirklich viele Figuren und auch einige extrem coole Figuren, wie zum Beispiel eben Harley Quinn oder Killer Croc und so weiter und so fort. Aber das Potenzial dieser Figuren wird einfach nicht genutzt. Manche von denen sind einfach nur im Film und ja, haben keine richtige Rolle da drinnen zu spielen. Die sind, glaube ich, einfach nur da, damit DC so ein bisschen Name-Dropping machen kann. Welche Charaktere waren denn noch in der Suicide Squad und die eigentlich ganz cool sind, aber wo wir eigentlich gar keinen Bock haben, die richtig zu beleuchten? Katana, ja, ey, lass mal Katana in den Film schreiben, das wäre cool. Wen haben wir noch?
Captain Boomerang, ja klar, hey, Captain Boomerang, ich meine, der war von Anfang an im Team, der muss definitiv im Film sein, auch wenn er eigentlich total schwachsinnig ist. Wen haben wir noch? Ah, Slipknot, ja, wir nehmen Slipknot, wir haben einfach nur mal so ein Bauernopfer, was wir einfach mal verrauchen können, das ist eine coole Idee. Ich meine zum Beispiel Captain Boomerang, ja, der ist in dem Film, weil er einfach ein Stamm oder ein Gründungsmitglied, sofern man hier von Gründung wirklich sprechen kann, der Suicide Squad ist, aber... Ob der im Film ist oder Peng, das ist vollkommen Latte. Man könnte diesen Charakter aus dem Film komplett entfernen und es würde einfach niemandem auffallen. War wirklich niemandem. Weil er einfach keine tragende Rolle spielt oder auch überhaupt in der Story überhaupt nicht relevant ist. Und sowas ist so ziemlich das absolute Gegenteil von einer gut geschriebenen Story. Der einzige Lichtblick war für mich in dem Film von den Figuren Harley Quinn, die auch tatsächlich nicht nur dafür da in dem Film ist, mal ihren Arsch in die Kamera zu halten, wie man das vielleicht erwarten könnte und wie das in Hollywood-Blockbustern ja öfters mal so ist. Nee, ist bei ihr nicht so. Neben Deadshot ist sie auch tatsächlich der einzige Charakter aus dem Suicide Squad, der wirklich einen Charakter hat in dem Film. Sie hat zwar stellenweise hier und da mal einige One-Liner und ein paar Gags, was man auch gerade von Harley Quinn einfach erwarten würde, aber... So ganz zündend tut das Ganze trotzdem nicht. Besonders glänzen kann sie in den Szenen, wo sie mit anderen Charakteren zusammen interagiert. Und die besten Szenen davon sind einfach die mit dem Joker. Ja, es wurde vorher schon sehr kontrovers diskutiert, dass es ja jetzt einen neuen Joker gibt. Und alle Leute vergleichen ihn mit Heath Ledger, weil Heath Ledgers Joker in The Dark Knight einfach unfassbar gut war. Ich kann das auch verstehen, mache ich selber auch. Aber ungeachtet dessen, ob er jetzt erstmal ein guter Schauspieler ist oder wie seine Performance war, möchte ich es nochmal erwähnen. Ich hasse abgrundtief das Design dieses Jokers. Er sieht einfach sowas von unfassbar kackbratzin hässlich aus. Das Schlimmste ist, dass das ja eigentlich, was die jetzt hier mit Suicide Squad und dem DC Cinematic Universe machen, eigentlich die definitive Sichtweise, die definitive Verfilmung der Comics sein soll. Und dann nehmen die einfach so ein kackkotzhässliches Design, was auch mit den Comicbüchern nicht viel zu tun hat. Und liefern so eine Scheiße ab. Wisst ihr, vom Design eines Clowns mal abgesehen, orientiert sich das Design des Jokers immer an so eine Art alten Gangsterboss so ein bisschen. Und nicht an so einen komischen Hip-Hop-Rapper, weiß ich nicht was, Spacken. Das ist einfach komplett out of character. Dass er zum Beispiel die Grills drin hat. Okay, kann ich noch irgendwo verstehen. Batman hat ihm vielleicht mal die Zähne ausgeschlagen und deswegen hat er sich da halt einfach die Dinger reingepackt. Okay. Aber der Joker würde niemals ewig Stunden da sitzen und sich tätowieren lassen, so wie er das da gemacht hat in dem Film. Das ist komplett out of character. Das passt einfach nicht zu dem. Yeah, I do a lot of lettering work. I can make it look good. Also, I've been really into clown stuff lately, so if you could put some big clown lips on my arms, that would be cool. You want those smiling? Yeah. Yeah, you know, I think you really understand me. Anything else you wanted? I almost forgot the most important part. I would like the word damaged on my forehead, because I'm all messed up, you know? Damaged? Yeah, because I'm all messed up. Sure. Because I'm all messed up. Das ist einfach schade, weil das sollte die definitive Version des Jokers werden. So wurde es vorher angekündigt. Und wie gut Heath Ledger auch war, er hat den Joker perfekt, krass, gut gespielt. Steht vollkommen außer Frage, alles andere. Aber das Design vom Joker in The Dark Knight war halt nicht sehr comicnah. Das ist einfach so. Es war zwar trotzdem natürlich sehr cool und hat für den Film The Dark Knight funktioniert, weil es einfach ein sehr viel erdgebundenerer Film war, aber er sah halt nicht wirklich aus wie der Joker aus den Comics. Und jetzt hätte man die Chance gehabt, jetzt wirklich mal den Joker aus den Comics auf die Leinwand zu bringen. Aber nö, die setzen so eine Scheiße da rein und das ist einfach so frustrierend, weil es so viel geilere Designs gegeben hätte. Aber gut.
gut, wollen wir mal nicht ganz so oberflächlich sein und uns nur über das Aussehen des Jokers aufregen. Wir können ja eigentlich auch noch darüber reden, wie der Joker eigentlich in seiner Rolle rüberkommt. Und hier muss ich jetzt sagen, tatsächlich spielt Jared Leto den Joker ganz gut eigentlich. Also von dem, wie er sich gibt und von dem, was er sagt und macht und tut, ist das soweit schon ganz in Ordnung. Das ist relativ sehr gut, wenn man den Joker halt aus den Comics kennt. Das Problem hierbei ist aber, dass er gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich was als Joker zu reißen in dem Film, weil Warner Brothers sich einfach dazu entschlossen hat, fast alle Joker-Szenen aus dem Film rauszuschneiden. Und Jared Leto ist doch vollkommen zu Recht hammermäßig angepisst, denn der hat sich auf die Rolle des Jokers richtig krass vorbereitet. Der hatte da richtig Bock drauf. Der hat komplett kranke Scheiße gemacht und war die ganze Zeit am Set in Character. Also das heißt, er hat sich, wenn sie nicht gedreht haben, nicht normal benommen. Nein, er war quasi die ganze Zeit wirklich der Joker. Er ist nie aus der Rolle gefallen und hat wirklich ein paar krasse Sachen gemacht, wie den ganzen anderen Crewmitgliedern irgendwelche Geschenke zu schicken. Zum Beispiel irgendwie, ich glaube, da war irgendwas mit einem toten Wildschwein, einen Liebesbrief geschrieben und da ihr eine lebende Ratte mitgeschickt. All so ein Kram. Also wirklich ein bisschen kranken Scheiß, den der Joker eventuell auch machen würde. Und er ist jetzt auch echt hart angepisst und hat das jetzt auch schon ein paar Mal in Interviews gesagt, was den Leuten eigentlich einfällt, seine gesamten Joker-Szenen fast rauszuschneiden. Denn ich glaube auch, dass er da rein schauspielerisch einen guten Job gemacht hat in den anderen Szenen, die uns fehlen. Ich meine, dass sie ihn jetzt so geschminkt haben, wie sie es getan haben, dafür kann er ja nichts. Das konnte er sich ja nicht aussuchen wahrscheinlich. Aber seine schauspielerische Performance wird schon sehr gut gewesen sein. Und es ist einfach für mich komplett unverständlich, warum sie, wenn sie gutes Material haben, das einfach alles rausschneiden. Und hier weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das daran liegt, weil sie an dem Film einmal rumgeschnippelt haben oder ob sie das wirklich nicht so richtig abgedreht haben. Denn in dem Film kommen der Joker und Harley Quinn eher so wie so eine Art, ja, wischiwaschi Bonnie und Clyde, wir sind ein Pärchen, voll romantisch, Kram rüber. Wisst ihr, da wird der Joker gezeigt als so ein Typ, der zwar so ein paar Probleme hat, aber für seine Frau, die er liebt, wirklich alles tun würde und so weiter und so fort. Was zu einem gewissen Grad in den Comics auch so ist, aber zu einem viel größeren Part ist der Joker einfach ein missbrauchendes, quälendes Arschloch. Der Joker missbraucht Harley Quinn regelmäßig, sowohl körperlich als auch verbal und psychologisch in einer Tour. Sobald er sich in die Ecke getrieben fühlt, lässt er sie auch links liegen, beziehungsweise nutzt sie sogar als menschlichen Schutzschild und all so einen Kram. Und das ist verdammt tragisch, denn Harley Quinn ist einfach eine Frau, die in einer extrem gewalttätigen Beziehung lebt. Und weil sie einfach komplett gestört ist, kommt sie da nicht raus, kann ihn nicht entfliehen, kann sich nicht emanzipieren vom Joker. Sie schafft es zwar in den Comics irgendwann, und es kommt auch immer auf den Schreiberling an, wie er das handhabt, aber das ist ein großes Thema, dass der Joker sie ja eigentlich komplett misshandelt und sie trotzdem immer wieder zu ihm zurückgeht, weil sie einfach, wie gesagt, nicht richtig in der Birne ist. Und dieser Aspekt fehlt einfach komplett im Film. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie das rausgeschnippelt haben oder ob sie es überhaupt nicht gedreht haben. Kann ich nicht sagen. Aber vom jetzigen Standpunkt her war es nicht drin und deswegen ist das verdammt kacke. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt hier und da ein, zwei gute Ansätze, die aber einfach nicht weiter genutzt werden. So gibt es zum Beispiel eine ganz, ganz kurze Szene, wo man den Joker und Harley Quinn tatsächlich in ihrem ganz klassischen Harley Quinn Outfit sieht. Und das ist einem sehr populären und sehr bekannten Comicbuch nachempfunden. Und da habe ich mir so ganz kurz gedacht, wow, krass cool, Mann! Nur um in der nächsten Szene dann wieder enttäuscht zu werden und der Joker und Harley Quinn wirken wie ein frisch verliebtes Ehepaar. Das macht der Film leider ständig. Es gibt hier und da mal wirklich gute Ansätze, die dann einfach nicht weiter ausgeführt werden, die dann einfach unter den Tisch fallen gelassen werden. Genauso wie es auch bei scheiß Batman wie Superman war, ja? Ganz so krass, wie gesagt, ist es hier nicht, aber trotzdem ist das irgendwo so. Wisst ihr, der Anfang oder das erste Drittel des Films, wo die Figuren eingeführt werden, das ist sogar tatsächlich relativ spaßig und auch wirklich interessant. Aber danach driftet das in so ein komplett 0815-Action-Geballer ab, was einfach schon zigmal
in anderen Filmen vorgekommen ist, was absolut nichts Originelles ist und was eigentlich keiner mehr heutzutage so richtig sehen möchte. Man muss aber fair sein und auch sagen, es ist verdammt schwer, in einem Film so viele Figuren auf einmal einzuführen und dann noch eine anständige Story um die herum zu erzählen und dann noch die Figuren sympathisch für den Zuschauer zu machen. Das ist verdammt knifflig und genau deswegen haben wir bisher auch noch keinen guten Fantastic Four Film gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Aber wisst ihr was? Genau deswegen macht man solche Filme auch nicht. Genau deswegen führt man solche Figuren eigentlich Stück für Stück nebenher ein, um sie dann zusammenlaufen zu lassen. Wo wäre denn das Problem gewesen, zu sagen, wir machen jetzt noch 2, 3 Batman-Filme, da zeigen wir vielleicht ein paar von den Schurken, weil Batman ist die Verbindung zu den meisten von diesen Schurken einfach. Und dann lassen wir die einfach in einem Spin-off, in einem Suicide Squad zusammen auftreten. Aber nö, weil DC geht halt mal wieder der Arsch auf Glatteis. Denn die meinen, sie haben keine Zeit, sie müssen unbedingt Marvel hinterherrennen und dann stopfen die alles in einen Film rein und dann kommt einfach so eine Moppelkotze dabei raus. Wenn man sich als Filmstudio entgegen jeglicher Logik trotzdem für solch einen Film entscheidet, ja, dann hat man eigentlich nur 2 Möglichkeiten, das ordentlich über die Bühne zu bringen. Erste Möglichkeit, wir wissen ganz genau, dass wir die Charaktere halt nicht so krass beleuchten können. Deswegen bauen wir halt nebenher ganz viele Gags ein und lassen die Figuren einfach Witze erzählen, was sie automatisch für uns sympathisch macht. Und somit haben wir das Problem des Character Developments so ein bisschen gelöst oder beziehungsweise beiseite geschoben. Das können wir dann im nächsten Teil machen. Und für den ersten Film funktioniert das erstmal trotzdem, weil die Charaktere einfach lustig sind und Spaß machen. So hat das zum Beispiel Marvel bei Guardians of the Galaxy gemacht. Und das war auch so ein verdammt guter Film einfach. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, die auch tatsächlich schwieriger und anspruchsvoller ist. Und das ist die, dass man einfach sagt, man zeigt die Figuren in einschlägigen Szenen, wo man anhand des Bildes, anhand von ein paar Sekunden schon direkt versteht, was mit der Figur so los ist. Da bedarf es dann zum Beispiel gar nicht vieler Dialoge. Man lässt die Figur dem Zuschauer einfach näher kommen durch ihre Aktionen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist meiner Meinung nach zum Beispiel Sin City. Bevor man überhaupt erklärt bekommt, was für ein Charakter das ist und so weiter, sieht man den Charakter einfach handeln und kann den Charakter dementsprechend dann einfach schon vorher einschätzen. Und wisst ihr, was DC jetzt hier gemacht hat? Die haben beides gemacht, aber keins davon richtig. Und genau das ist das Problem bei dem Film. Und soll ich euch jetzt mal verraten, was wirklich das allerschlimmste Problem dieses Films ist und wo ich einfach nicht verstehen kann, dass das den Leuten zum Teil nicht auffällt, weil einem das mit dem Arsch voran ins Gesicht springt. Die kopieren einfach Marvel. Die kopieren tatsächlich Guardians of the Galaxy. Das ist noch nicht mal gut versteckt. Die machen das total offensichtlich. Ich weiß, böse Anschuldigung, aber ich möchte euch das mal ein bisschen weiter erklären. Erinnert ihr euch noch an den allerersten Suicide Squad Trailer, der rauskam? Wenn nicht, hier ein kurzer Einspieler. Are you the devil? But I didn't see. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Dieser Trailer war düster, dieser Trailer war ernst. Dieser Trailer ist genau das, was DC eigentlich machen sollte und was DC auch gut kann. Aber dann ist Batman v Superman total bei den Kritikern gefloppt und auch bei den meisten Zuschauern. Und ja, dann hat man so ein bisschen Panik bekommen und hat sich dann die Mainstream-Meinungen angehört und dabei kam irgendwie so raus, der Film war gar nicht lustig. Aber das ist auch überhaupt nicht das Problem. Aber das Mainstream-Publikum assoziiert mit Comicbuchfilmen halt einfach nur Marvel, weil sie Marvel die ganzen letzten 10 Jahre vor die Nase geklatscht bekommen haben. Und die wissen gar nicht oder haben vergessen, dass es auch sowas zum Beispiel gibt wie Watchmen. Ja, wirklich ernster Comic, wirklich ernste Scheiße, trotzdem geil inszeniert. Das ist einfach DC und Marvel ist lustig und spritzig. Und ich persönlich finde DC Comics auch einfach besser. Aber gut, das ist meine persönliche Präferenz. Aber anstelle, dass sich DC jetzt auf sein, ich sag mal, Kerngeschäft konzentriert,
waren die der Meinung, sie müssen einfach bei der Konkurrenz abgucken und anfangen, jetzt lustigen Humor zu kopieren. Und was ist dabei rausgekommen? Der zweite Suicide Squad Trailer. This is the deal. You're going somewhere very bad. Whoa. Do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys. Ja, Queen ist geil. Ich liebe dieses Lied. Wayne's World Forever, Mann. Aber das ist halt einfach nicht das, was zu DC passt und was zu DC gehört. Aber Warner Brothers hat sich halt so gedacht, boah, wir haben hier so ein Team, so aus Leuten, die total crazy sind so ein bisschen. Und ja, was kann man mit denen anfangen? Wollen wir nicht mal bei der Konkurrenz gucken, was die da so haben? Ah, Guardians of the Galaxy. Ich hab's damals schon gesagt, beim allerersten Mal, als ich diesen Trailer gesehen habe. Die kopieren jetzt auf einmal das Konzept von Guardians of the Galaxy. Und das ist einfach furchtbar. Furchtbar, dass die das machen. Weil es eben auch einfach nicht zu der Story und dem ursprünglichen Setting des Films passt. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt meint, dass ich Blödsinn erzähle und dass sie das doch gar nicht kopieren, oder oh, nur weil die was Lustiges machen, muss es doch nicht heißen, dass die Marvel kopieren. Leute, die haben tatsächlich sogar zum Teil denselben Soundtrack benutzt wie Guardians of the Galaxy. Spirit in the Sky von Norman Greenbaum. Dieser Song. Ja, geiles Lied und war im Einsatz bei Guardians of the Galaxy, war auch relativ gut in Szene gesetzt dort. Und dann denken die sich von Warner Brothers so, nehmen wir auch. Und das ist sowas von lächerlich. Leute, ganz ehrlich, die machen das noch nicht mal unterschwellig, die machen es noch nicht mal heimlich. Nein, die sind wirklich so kackendreist und klauen das einfach bei der Konkurrenz. Das ist so, als hättet ihr früher in der Schule einfach die Hausaufgaben von jemandem abgeschrieben und hättet sogar auch noch den Namen von demjenigen auf dem Zettel stehen, von dem die Hausaufgaben sind. Das ist einfach kackendreist. Okay, es wird Zeit, dass wir in den Spoilerbereich gehen und deswegen kommt jetzt erstmal meine Zusammenfassung. Der Film ist nicht so schlecht wie Batman wie Superman, aber er ist halt einfach auch nicht besonders gut. Die Schurken, die Schlimmsten der Schlimmen eigentlich sein sollten, sind es nicht, denn sie sind einfach nur so missverstandene Misfits und das ist einfach nur lächerlich. Es gibt viele coole Charaktere in dem Film, die aber einfach nicht richtig ihr Potenzial benutzen können. Allen voran zum Beispiel der Joker, denn in diesem Film ist der Joker der Sidekick von Harley Quinn und nicht Harley Quinn der Sidekick vom Joker. Und wenn das passiert, dann wisst ihr schon, dass einiges falsch läuft. DC schmeißt mal wieder einfach nur so viel wie möglich an die Wand und guckt dann, was daran kleben bleibt. Und das merkt man einfach, weil der Film einfach überladen ist, der Film einfach zu viel auf den eigenen Schultern trägt und darunter selber zusammenbricht. Und natürlich sind sie einfach kackendreist, dass sie einfach das Konzept von Guardians of the Galaxy versuchen zu klauen und dabei rauskommt einfach ein eigenartiger Film, der nichts Ganzes und auch nichts Halbes ist. Also, solltet ihr in den Film gehen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt? Vielleicht, kommt drauf an. Also, ich persönlich muss sagen, der Film ist einfach nur 0815 Action-Blockbuster. Wenn man darauf Bock hat, kann man sich das mal geben. Aber jeder DC-Fan wird davon wahrscheinlich einfach nur enttäuscht sein und jeder absolute Marvel-Fan wird sich wahrscheinlich einfach nur denken, was soll die Kacke da jetzt gerade? Es ist halt, wie gesagt, nichts Halbes und nichts Ganzes. Für mich persönlich ist das DC-Kinouniversum jetzt so ein bisschen gestorben tatsächlich. Ich hatte noch so ein kleines bisschen Resthoffnung für Suicide Squad, aber die wurden auch zerstört. Und wenn ich mir den Trailer von dem Justice League-Film angucke, dann sehe ich da auch keine Besserung. Und ja, ich glaube, mit DC-Film, das war's für mich. Aber trotzdem werde ich natürlich immer an jedem Film ins Kino gehen, um euch zu erzählen, wie scheiße die Dinger dann sind. Okay, und nun wird es Zeit, in den Spoiler-Bereich zu gehen. Enchantress ist der große Villain, der große Gegner dieses Films. Wirklich, wirklich jetzt etwas, was man schon von den Trailern her sich denken konnte. Das setzt ihr um. Oh, warte, das kommt mir bekannt vor, von Batman wie Superman. Die lernen aus ihren Fehlern einfach nicht, oder? Also nicht mal nur, dass sie einfach generell einen schlechten Film gemacht haben, auch ihre Präsentation der Trailer,
Der verrät so viel, dass man sich den Film vorher schon zusammenreimen kann. Das ist genauso wie bei Batman wie Superman. Das ist doch einfach furchtbar. Warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Und dann natürlich auch noch, warum nimmt man Enchantress als Charakter? Ich muss dazu sagen, das Design und der generelle Auftritt von Enchantress, wie sie in Szene gesetzt war mit dem CGI und so weiter, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und ich fand sie wirklich ein bisschen gruselig und das war echt cool. Aber ihre Rolle in diesem Film war sowas von 0815 und sowas von dumm und sowas von anspruchslos. Da hätte man wirklich was Besseres machen können. Und ich war auch eigentlich vorher der Meinung, dass der große Schurke des Films dann später der Joker sein wird. Weil der Joker nämlich ein manipulatives Superhirn ist und ein verdammtes Arschloch, der einfach auf kranke Spiele steht. Und ich hatte mir eigentlich so gedacht, dass er irgendeine Situation inszeniert, um die Suicide Squad auf den Plan zu rufen, um dann halt Harley Quinn wieder zu sich zu bekommen. Und dann, wenn er merkt, dass Harley Quinn so ein bisschen mit Deadshot angewendet hat, weil die beiden in den Comics auch mal was miteinander hatten, dass er dann komplett krass eifersüchtig wird und er dann anfängt, auch Harley Quinn halt ja so ein bisschen versuchen zu töten. Ne? Das hätte ich mir eigentlich gedacht, das hätte auch einfach in das Gesamtkonzept besser reingepasst und das wäre vielleicht auch etwas gewesen, was man so direkt nicht erwartet hat, gerade wenn man sich anguckt, wie vorher halt die Beziehung von Harley Quinn und dem Joker in dem Film aufgebaut wurde. Und ich weiß nicht, das wäre einfach besser gewesen, finde ich. Und dann wäre halt auch genug Joker in dem Film gewesen, weil viele Leute oder die meisten Leute regen sich halt einfach darüber auf, dass viel zu wenig Joker in dem Film ist. Das hätte man mit solch einer Story einfach viel besser lösen können. Ich möchte jetzt nochmal was zu dem mangelnden Character Development und so weiter sagen, ja? El Diablo kennt diese Typen seit ein paar Stunden. Sagen wir mal, maximalen Tag kennt er die anderen Mitglieder der Suicide Squad. Und vorher ist er noch so voll Anti und ich will nicht hier so mit eurem Team sein und ihr könnt mich alle mal und ich kämpfe gar nicht mit. Und auf einmal haut er echt den Satz raus, wo ich wirklich laut im Kino gesagt habe, What the fuck? Ich habe nicht vor, noch eine Familie zu verlieren. Ganz ehrlich, euer Ernst jetzt, was stimmt denn nicht mit euch? Das ist doch die Spitze des Eisberges der schlecht geschriebenen Story. Das passt einfach mal null, ja? Die haben keine große Chemie zueinander, die Charaktere. Die Charaktere haben eigentlich so richtig gar nichts, was die verbindet. Und er haut einfach raus, dass sie sowas wie eine Familie für ihn geworden sind. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Und jeder, der nicht beim Anschauen des Films so gedacht hat, wo kommt das denn jetzt bitte her? Der muss doch dann blind gewesen sein, oder? Ich weiß nicht, das war doch sowas von deplatziert und sowas von dumm, meine Herren. Dann haben wir natürlich noch unseren Walfisch Walder. Ich habe das ja vorhin schon angeteasert. Sie ist tatsächlich der Einzige, der böse rüberkommt. Alle anderen werden ja total verharmlost, obwohl sie Massenmörder und Serienkiller sind. Damit der Zuschauer sich mit den Figuren ein bisschen identifizieren kann. Und sie ist dann in ihrem komischen Unterschlupf und schießt dann einfach den Leuten in den Kopf, weil die, weiß ich nicht warum, weil die nicht die richtige Berechtigungsstufe hatten oder so ein Schwachsinn. Da schießt sie den Leuten einfach in den Kopf rein. Wartet mal, da werden Leuten in den Kopf geschossen und die Filmemacher tun so, als wäre das keine große Sache. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo habe ich das denn letztens nochmal gesehen und mich darüber aufgeregt? Ah, bei Batman wie Superman! Ich weiß nicht. Anscheinend ist das so Leuten in den Kopf schießen so für DC nichts Besonderes Krasses so. Deswegen wird das halt auch nicht so in dem Film anständig umgesetzt. Ist ja nicht so, als hätte man irgendwie so gerade diese Szene benutzen können, um Amanda Wilder halt als wirklich abgefucktes Weibstück in Szene zu setzen, um zu zeigen, dass sie echt gefährlich ist. Aber nö. Die schießt ja Leuten in den Kopf. Der eine guckt kurz so und denkt sich so, wow. Und dann war's das. Und dann diese Endcredit-Szene. Kam die euch nicht irgendwie bekannt vor? Habt ihr das nicht schon mal irgendwo gesehen? Könnte das sein, dass man nicht vielleicht einfach nur Amanda Waller durch Nick Fury ersetzen hätte können? Und Bruce Wayne durch Tony Stark? Wäre das nicht genauso gewesen wie damals, bevor Avengers rauskam bei Iron Man?
Also, ich glaub schon. Ja, da haben die sich bei DC wahrscheinlich einfach nur so gedacht, ja, hier, wir wollen auch so ein Avengers-Ding machen. Machen wir das einfach genauso wie die, nur in weniger Zeit. Und ja, wir haben hier Amanda Waller, die ist schwarz, genauso wie Nick Fury. Und dann haben wir hier Bruce Wayne, der hat so viel Technik und so weiter und selber keine Superkräfte. Wie Iron Man hier, guck mal hier, das passt, das können wir nehmen, ne? Und dann kopieren wir das einfach und sind faul und sind dumm und sind schlecht. Meine Fresse, DC, bitte bleib doch einfach wie DC. Bitte sei du selbst, sei DC und sei nicht Marvel. Versuche bitte nicht Marvel zu kopieren, das machst du überall, das machst du ständig. Bitte sei einfach wie DC, habe Mut zu deinem Stil, habe Mut zu deinen Geschichten, zu deinen Charakteren und versuche nicht, das von der Konkurrenz zu kopieren. Das ist einfach nur peinlich. Schämt euch. Gut, das waren jetzt soweit meine Gedanken zu Suicide Squad. Wie gesagt, ich habe nicht mehr viel Hoffnung für das DC-Kino-Universum, aber naja, mal sehen, wo die kopierende und langweilige Fahrt uns noch so hinführt. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich Hause Bause! Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, aber das Ganze drumherum hier, das sieht irgendwie so ein bisschen anders aus. Ja, ich bin endlich fertig mit dem Umzug und habe auch endlich einen neuen Rechner und kann deswegen jetzt wieder nerdkalyptische Videos für euch produzieren. Ich freue mich, es kommt jetzt bald wieder ein bisschen mehr zu Pokepark Wii. Das muss ich ja noch schleunigst beenden, diesen Krampf. dann habe ich noch so ein, zwei andere Sachen, kleinere Sachen in petto, die ich vielleicht jetzt demnächst nochmal hochladen werde. Lasst euch da vielleicht einfach überraschen. Und ich war ja mal wieder auf der Gamescom offiziell für Nintendo und es waren drei hammergeile Tage und ich freue mich sehr. Und ich habe mir jetzt so gedacht, weil ich so gemerkt habe, dass die Leute oder manche Leute gar nicht so richtig wissen, was ich nebenher noch so mache, werde ich einfach mal das Material, das ich habe, von Nintendo Events einfach mal hochladen. Das sind zum Teil dann auch ältere Sachen, die schon aus 2014 oder so sind. Werdet ihr merken anhand des Datums. Aber ich habe mir gedacht, es kann nicht schaden, wenn ich das auch einfach mal hochlade und ihr einen Einblick daran bekommt, was ich eigentlich nebenher so für Nintendo mache. Denn bisher habe ich hier auf dem Kanal gar nicht so viel darüber gesprochen. Und das möchte ich einfach ändern. Also, bleibt mir auch weiterhin treu. Ich würde mich total freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst auch ein Abo da, liked und teilt dieses Video an Leute, die es auch interessant finden könnten. Und ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.